Herzlich willkommen, meine Freunde, zu Mafia 3. Wir sind wieder mit Lincoln Clay unterwegs. Und zwar sehen wir, was wir gemacht haben. Wir können hier schon mit wem ist das? Mit wem müssen wir reden? Mit Conny, natürlich mit Conny reden. Da habe ich die Nebenaufgaben so weit gemacht, dass wir mit ihm reden können. Es ist natürlich ein R. Mit Maria Bava können wir noch nicht reden, da wollten wir ja auf diese Müllkippe, genau, diesen Auftrag wollten wir machen. Wir können hier mit, wer ist das? Lenny Davis? Weiß ich gerade gar nicht, wer das war. Mit dem können wir reden und mit Harold Cowley können wir nicht reden, weil, keine Ahnung, ich habe irgendwie keine Mission für den. Ich habe die ganze Karte abgesucht, hier gibt es nichts. Ja, hier ist nichts. Ich weiß nicht. Hier hinten ist noch ein Waffenschmuggel-Dings, aber das ist für einen anderen. Es ist auch noch für ihn hier, das müssen wir aber nicht mehr machen. Und ansonsten weiß ich nicht. Wir können hier zwar noch mit Burke reden. Also wir können mit unseren ganzen Unterbossen reden, mit Vito, Burke und so, kein Problem. Machen wir auch noch, aber... Und Mr. Cavara ist außer sich. Wir quatschen erstmal mit ihm hier. Jimmy Cavara hat angerufen. Er ist auf der Rathausbaustelle und will mich sehen. Er weiß es. Keine Ahnung wie, aber er weiß, dass ich ihnen geholfen habe. Er tötet mich. Oder ich gehe in den Knast und dann tötet er mich. Oh Gott. Gehen Sie nach Hause zu Ihrer Frau, Lenny. Packen Sie ein paar Sachen, verreisen Sie für ein paar Tage. Wenn Sie wieder zurück sind, ist alles vorbei. Reden Sie mit Jimmy? Sicher. Genau, wir reden mit ihm. Wir töten ihn. Wenn du es genau betrachtest, ist die Musik sowas wie das Medium der Liebe. Du hörst was, wurde was dir gefällt, und übernimmst die Baumaschinen zerstört haben? Oder vielleicht hört ein anderer dich? Ich will's gar nicht. Dieses Durcheinandergelaber geht mir auf den Sack. Okay. Ihr Affen. So. Innenstadt, konfrontiere Jimmy Cavara. Das machen wir auch. Das machen wir jetzt direkt. Jetzt haben wir es natürlich abgewählt. Ja, wir machen es aber jetzt direkt. Ist ja nicht so weit weg. So, lassen wir uns hier erstmal jetzt ein schickes Auto liefern. Und zwar hier so ein schönes schwarzes. Ich bin zu Fuß unterwegs in der Innenstadt. Ich brauche eine neue Karre. Ich gehe noch eben pissen. Dann bringe ich ihn raus zu dir. Ja, der hat schnell gepisst, wie wir sehen. Weil da ist er schon. Ey, fahr mich nicht an, sonst knall ich dich ab. Raus da. Ich hab hier einen Wagen für dich. Ich weiß das zu schätzen. Auf jeden Fall wissen wir das zu schätzen. Und tschüss. Und was für ein geiler Schlitten. Der ist gar nicht schwarz, oder? Der ist Midnight Blue, wird das heißen. So Autos haben ja immer eine ganz eigensinnige Farbbenennung, sag ich mal. Ja, Midnight Blue könnte das hier sein. Dann wollen wir den mal zur Rede stellen. Da müssen wir noch die Müllkippe auseinandernehmen. Da freue ich mich sogar richtig drauf. Ja, ansonsten waren es, wie ich gesagt habe, keine besonders spannenden Missionen. Ja, einfach hingegangen, alles niedergeschossen und dann hatte sich das erledigt. Also nichts, was ihr verpassen würdet. What? Was hat das hier überhaupt zu suchen? Der Kran hat ihn förmlich zermatscht. Das Schlimmste ist, das Ganze sollte unauffällig laufen. Echt Pech. Nee, das war Sabotage. Warum zum Teufel denkst du, sind wir alle hier unten und reißen uns den Arsch? War nichts. Du und ich. Wir müssen uns genau umsehen. Wahrscheinlich, wer den Kran manipuliert hat, wird zurück. Da ist er! Oh, scheiße. Der gehört euch, Junge! Fuck, fuck, fuck. Wow. Oh, Herr, verschone mich! Da oben in dem Drecksparkhaus ist der. Ich dachte, ich sei bereit. Ist aber nicht so. Nein, Wachposten. Jawohl, wir haben den noch abgeballert, den blöden Penner.
Oh nee, Verstärkung ist schon da. Was ein Dreck. Naja, jetzt müssen wir aber richtig aufpassen hier. Die machen uns nämlich nieder. Oh hier, Geld. Moment, wir stellen mal gerade Molotow. Oh ne, die kommen von da, die blöden Schweine. Was, haben die mich verloren? Die sind auf der Suche. Ja, ihr Pisser. Man hat diesen Sound, ich spiele das ja mit Kopfhörer, aber der Sound ist neben mir, links neben mir eigentlich, aber nichts ist da. Seht ihr diesen Facker? Hast du den gesehen? Auf Wiedersehen, du Penner. Uha. Von wo? Von da oben? Ey, du Assi. Ihr Pisser, ey. Was seid ihr denn für Feiglinge? Und da fliegt er. Boah. Immer von hinten, ey. Was ist mit euch denn los? Okay. Oh, da fällt der Molotow nämlich direkt dahin. Sauber, verbrenn, du dummes Stück Scheiße. Komm. Und weg. Von wo kam jetzt der Molotow geflogen? Oh, da ist ja noch einer. Oh, da sind noch mehr, ey. Ah, geh runter. Scheiße. So. Es wird langsam eng hier. Was ist denn das für eine Scheiße? Wie stark ist der Wichser denn bewacht, sag mal? Voll reingerannt. Haha. Bomb. Wow, endlich. Ich brauche jetzt mal hier eine Waffe. Oder Munition. Du bist nicht so gerissen. Oh, scheiße. Blöder Wichser. Alter. Was? Nein, warum ist jetzt mein Gewehr weg? Genau. Scheiße, ist der abgehauen? Sieh nach, ob du diesen Wichser findest. Okay. Hast du das gesehen? 12 Uhr. Ich hab ihn. Wie viele sind denn noch hier? Ich gehe in Deckung. Scheiße, ich habe keine Muni mehr. Verfluchter Dreck.
Mission. Lass es uns zu Ende bringen. Ja. Der ist hier, ist noch, also mindestens einer ist noch da. Ist den Zeitaufwand nicht wert. Schau mal da drin. Lass ihn abhauen. Okay. Ich glaube, wir könnten Gesellschaft haben. Ich suche mir eine Deckung. Boom, oh yes, baby. Hab gehört, Affen schaukeln gern in Bäumen. Holt mich hier raus! Oh nein! Habe ich mich aus Versehen selbst hier in Brand gesteckt? Das geht so nicht. Der Arsch will uns abfackeln! Na? War da einer? Ich höre euch laufen, ihr blöden Wichser. Was lachst du denn so bescheuert? Oh, knall ihn doch endlich ab. Oh, du Pisser. Nein. Kacke. Wo kommt der Wichser denn her? Ich fass es nicht. Da ist ein Medizinschrank. Scheiße, Medizinschrank wäre jetzt, wäre jetzt genau das Richtige. Sieh nach, ob du diesen Wichser findest. Oh, den da hinten habe ich auch erwischt. Okay. So, direkt hier Medizin geben. Wie ist der an uns vorbeigekommen? Ich mache hier drüben weiter. Wer macht wo weiter? Oh, da ist noch einer, so ein Pisser. So, hier schön Muni holen. Und dann zu dir, du Assi. Schnäffen dir von der anderen Seite, Fug. Da! Mehr diesen Sack um! Was, was, was? Lass es uns zu Ende bringen! Um mich zu verletzen, braucht es mehr als dich! Du bist doch nur noch einer, oder? Da! Mehr diesen Sack um! So, halten wir einfach mal drauf. Kein Fluchtweg! Stecke fest! Hier, frisst das. Weg hier! Bringt mich verdammt nochmal ins Krankenhaus! Keiner bringt dich ins Krankenhaus. Du bist ein Stück Scheiße. Oh ja. Tony D wird mich verscharren. Verstehst du? Begraben. Du sorgst dich um den falschen Mann, Jimmy. Genau. Wir begraben ihn schon. So, dieses Gebiet ist für Cassandra, für Vito. Wo bin ich denn jetzt überhaupt gerade? In der Mitte, ne? Oh, das eine war für Burke, das nächste müsste dann Vito sein.
Bin in der Innenstadt. Bräuchte ein paar fähige Leute. Okay, meine Jungs kommen und sichern alles ab. Ich mach das aber nicht aus Gefälligkeit. Ich erwarte, dass du mich schützt. Denk dran, wir wollen Marcano gemeinsam fertig machen. Kein Ding, Vito, kein Ding. So, da kommt die Hüte-Mafia. Und dann sind wir auch sicher. Ey, der hat keinen Hut auf, das ist ja voll der Außenseiter. Warum bin ich Priester geworden? Alle schrecklichen Erfahrungen und Erlebnisse, jedes Trauma, all das wirst du nicht mehr los. Klar kann man versuchen, sie zu vergessen, eine Zeit lang, aber wenn das Nächste daherkommt, wenn es noch so klein ist, kommt sofort alles wieder hoch. Es erinnert dich an alles, was du mit dir rumschleppst. Ich wusste, dass ich das allein nicht schaffen kann. Ich durchsiebe diesen Stinkstiefel. Was ist denn jetzt? Ja, das ist nicht meine Schuld. Auf dem Plan stand... Insider, du hast die Consigliera um einen Insider ergänzt. Jetzt kannst du auch ohne Abhörgerät alle Gegner in der Nähe in der Informationsansicht sehen. Und wenn du sie anrufst, sammelt die Consigliera automatisch deinen Kickback für dich ein. Ja, sehr gut, oder? Mit den Jungs kann man arbeiten. So. Jetzt muss ich einmal da hoch. Und mich ausrüsten. Weil hier oben. Nee, noch höher. Pass auf! Ja, genau, pass auf. Du Dorftrottel. Hab nicht so eine große Fresse. Du blödes Stück Scheiße. Sonst schieße ich dir den Schädel in Brei. Ich kann ein bisschen trockenes Wetter gut vertragen. Aus dem Weg! Besitzer! Pass doch auf, du Dorftrottel! Hat er das schon wieder gesagt? Verdammte Scheiße hier. War das hier? Hier war's, genau. Das Bild mitnehmen. Wo ist denn hier die Schutzweste? Ich hab doch eine Schutzweste gesehen. Auf meinem Radar war eine Schutzweste. Hier überall liegt noch Geld rum. Wer das wohl verloren hat. Wegen den halbnackten Kerlen, die sich Schießereien liefern, gehe ich nicht mehr so oft raus. Ach, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wo die blöde Schutzweste ist. Hier! Achtung! Brauchst du eine Brille? Hä? Direkt hier soll eine Schutzweste sein. Pass auf! Und nochmal umgerempelt. Brauchst du eine Brille? Soll ich dich nochmal umrempeln? So, was ist hier? So, hier ist die Schutzweste. Meine Güte, was für eine Sucherei. Die nehmen wir mit. Okay. Ah, hier ist sogar mein Auto noch. Sehr schön. So, blub. Alles klar, es ist jetzt sein Geschäft, aber irgendwie hier ist immer noch das Problem, ich kann nichts machen. Was soll ich denn für einen Auftrag machen hier? Ich versteh's nicht. Entweder ist es ein Bug oder so, keine Ahnung. Mit dem Reden bringt nichts. Ich weiß es nicht. Wir werden jetzt erstmal hier zur Mülldeponie. Aber vorher müssen wir auch noch ein bisschen Heilung einsammeln.
Boah, was ist denn hier los? Der übelste Stau. Na, lass mich mal gerade hier durch. So. Wenn wir irgendwo auf dem Radar sehen... dass es Heilung gibt, dann nehmen wir die mit. Hier gibt es natürlich jetzt keine Heilung. So, Feuer frei, Junge, Feuer frei. Das ist so schön schnell, das Auto, ey. Ja, wenn wir hier keine Heilung finden, dann müssen wir die nächste Mission halt ein bisschen schleichen. Also eine Heilung hätte ich trotzdem gerne. Oh, hier, Tunnel. Habe ich auch noch nicht gehabt, oder? Ein Tunnel? Das ist neu. Sofort einen Unfall bauen im Tunnel.